Und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video von mir zu Hause. Das Intro zu dem Video heute. McDonald's hat seine Klassiker geändert. Nach fast 70 Jahren. Kuss geht raus an den einzig wahren Ahmed für die Informationen. Ist an mir vorbeigegangen. Wir werden das abchecken. Mehrere Zubereitungsmethoden und auch andere Sachen wurden geändert. Ich möchte es euch im Video dann erst genau im Detail zeigen, auch erklären. Denkt dran, Zack Plus am Start. Sponsort das Ganze. Supportet. Gerne auf die Seite vorbeischauen mit dem Code HOLLE10 abstauben. Und genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns jetzt bei McDonald's direkt. Was mir gerade auch eingefallen ist, was wir auch machen können. Wir werden heute Cheeseburger, Doppel-Cheeseburger und Big Mac testen. Wir blenden auch die Bewertung, außer Doppel-Cheeseburger, die habe ich bei meinem letzten Video nicht getestet. Wir blenden auch die Bewertung vom letzten Video ein, gucken, wie der Vergleich ist. Und ob die Dinge jetzt wirklich besser sind, ich bin absolut gespannt. Ja, sonst wollte ich gar nichts mehr sagen. Fangen jetzt an. Ich muss nur eins sagen, das ist hier kein Werbevideo, gar nichts. Ich esse privat nicht bei McDonald's. Ich bin nicht so der Fan davon, wegen Tierhaltungsbedingungen, blablabla. Ich möchte das niemandem schlecht reden. Absolut nicht, ne? Aber ich privat esse da nicht. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Geschmacklich werde ich euch gleich sagen, ob das besser ist als letztes Mal. Aber das wollte ich noch einmal loswerden. Nur damit ihr Bescheid wisst, ich bestelle auch alles einzeln. Ich bestelle jetzt nicht drei Stück, esse dann alle. Einer wird kalt, ich bestelle jeden einzeln, gehe wieder neu hier rein. Die Arbeit ist mir wert. Also Cheeseburger jetzt für euch. Bun soll anscheinend anders sein. Die Belegungsmethode soll anders sein. Die Zwiebeln sollen beim Patty braten, direkt aufs Patty rauf. Das Patty wird erst frisch gebraten, angeblich, wenn man jetzt den Burger kriegt. Das sind alles so Feinheiten, die aber viel, viel, viel ausmachen können. Geht ordentlich zusammen. Ich will ihn jetzt gar nicht auseinanderfetzen. Wir werden ihn so direkt snacken. Direkt rein. Direkt kommt er mir leicht saftiger vor. Man muss auch sagen, was nicht gut geredet werden kann, ist halt das Patty. Dünn, durch, lieblos, nicht anders als vorher, jetzt nicht die Welt, ne? Aber er ist auf Anhieb beim ersten Biss saftiger. Und das ist nun mal, das muss man einfach sagen, zum Bun jetzt nochmal, könnten sie verändert haben, leicht fluffiger, unter Umständen. Das ist nun mal der Cheeseburger. Es ist Kindheit, es ist das Ding, so wie wir es alle kennen, woher wir alle überhaupt Burger kennen. Jetzt außer du bist jetzt in der ganz neuen Generation aufgewachsen, wo schon die ganzen Dinger aus dem Boden gespritzt sind, diese Selfmade-Burger. Aber ich würde mal sagen, 20 aufwärts kennt die so und sind so aufgewachsen. Und das ist natürlich was, was drin ist in einem. Ein wirklich guter Burger ist es einfach nicht. Aber besser als letztes Mal. Eine 6 würde ich da so geben. Jetzt bin ich gespannt auf den Double Cheeseburger. Der hat Ahmed gesagt, Top 3, da kommt nichts dran. Top 3 deutschlandweit. Machen wir erst den Big Mac und dann machen wir den. Weil Big Mac ist auch sehr interessant. Zum Schluss, Ahmed, dass du dich da nicht so weit aus dem Fenster lehnst. Mal, mein lieber, grüß dich. Bin gerade fertig. Kannst ruhig rauskommen. Bin noch einmal ein Kollegen da. Ich hatte gerade Angst, dass das nicht in jeden 4 Jahren umgesetzt wird mit dieser Veränderung der Burger. Es ist auch hier umgesetzt. Und die Buns sind andere. Definitiv. So, jetzt kommt Big Mac-Runde. Viel Spaß. Also, der Bun ist flauschiger, aber immer noch. Sieht einfach nach nichts aus. Lieblos. Ich glaube auch, auf irgendwelcher dieser Burger soll mehr Soße drauf sein, nach der Umstellung.
Ich sag's ja immer wieder bei McDonald's. Wir haben so ein schlechtes Produkt an sich, aber kriegen es trotzdem hin, dass es irgendwo schmeckt. Schmeckt trotzdem, ich muss es einfach sagen. Aber es ist trocken. Es ist einfach keine Raffinesse drin, es ist nichts drin. Mehr als eine 5-3 kann ich dem nicht geben. Ich weiß nicht, was ich letztes Mal gegeben habe, aber der ist, würde ich sagen, nicht besser. Kann ich keine guten Worte drüber verlieren, außer irgendwo schmeckt es. Ich kann es verstehen, wenn man hier reinfährt. Ich muss es einfach sagen. Also ich korrigiere auch 5 von 10. Das ist eine 5 von 10. Mehr kann man bei dem Big Mac nicht geben. Da fehlt es an allen Ecken. Und jetzt geht's zur Runde 3. Doppelcheeseburger, wo ich sehr gespannt drauf bin. Der jetzt zerlegen soll. Also wie gesagt, laut Ahmed Platz 3. Deutschlandweit kommt kaum was ran. Gucken wir. So, auf korrekt, das habe ich noch nie erlebt, hat der Chef sogar noch eine Cola springen lassen aufs Haus. Also cheesy meesy. Unten auf dem Bun Zwiebeln, auf dem ersten Patty Zwiebeln, ganz oben Zwiebeln, überall Zwiebeln, das soll wohl jetzt auch anders sein. Viel Spaß bei Runde 3. Nervt mich doch bitte nicht, Papier. Jetzt muss ich das in die Hose stecken. Ohne Witz, der ist stark. Der ist wirklich stark. Das ist ganz anders als der mit einem einzelnen Patty. Viel saftiger. Die werden nichts an der Soße geändert haben, vielleicht an der Menge. Aber dadurch ist irgendwie auch die Würzung eine ganz andere. Ein spezielles Würzaroma ist drin. Das ist echt nicht schlecht. Das erinnert mich an den Double Cheese von früher. Wirklich. Wir sehen uns gleich zur Bewertung. 80 Jahre gebraucht, um hier einen Platz zu finden, wo ich die Bewertung mache. Hätte ich auch stumpf einfach eben nebenan machen können. Oh Mann, du. Ach, Mann, du. Oh, ist das Absturz hier, Mann. Oh Mann, Bruder. Also ich glaube, ich habe einen geeigneten Ort gefunden hier. Ich glaube, ich bin am Start, Mann. Pass auf beim Doppel-Cheeseburger. Überraschend stark gewesen, überraschend stark. Also für mich gehört zu einem Burger weitaus mehr als einfach nur, oh, wie soll ich sagen. Der Burger war wirklich überraschend stark. Aber zu einem Burger gehört weitaus mehr als einfach nur 3 Kilo Geschmacksverstärker reinzuhauen. Ein Burger muss begeistern, ein Burger muss Leben haben. Du musst das Bun essen und denken, oh, was ist das? Was ist das für eine, Da komme ich nicht mit klar. Und dieser Patty, also du musst dich dafür begeistern, du musst leben, du musst schwärmen. Dieser Burger bei McDonald's hat einen guten Geschmack, aber irgendwo hört diese Begeisterung für einen Burger auf, weil es einfach nur das ist. Und es ist ein liebloser, trotzdem ein liebloser Burger mit eingestandenermaßen einem starken Geschmack. Deshalb von mir 8 von 10 Punkte. Eine Bewertung darüber wäre eine Beleidigung für alle anderen Gastronomen da draußen. Aber ich muss das bewerten, was ich denke. Und es ist eine 8 von 10. Geschmacklich ist es eine 8 von 10. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, Leute. Ich hoffe, ich habe den McDonald's-Gegner nicht auf den Schips getreten. Ich hoffe, ich habe den McDonald's-Fans nicht auf den Schips getreten. Liebe geht raus an alle. Hab euch lieb und lasst gerne den Daumen oben knallen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Und was ihr dazu sagt, testet sie auch. Sagt es mir in den Kommentaren.